beide Verteidiger auf die Täuschung rein. Super gespielt. Kovacevic. Schön. Nee, Kornspi, da zeigt er wieder. Ach, den hatte damals in der Pro B aufgestiegen mit ihm als MVP. Viel zu einfach. Kadri Gray, Auszeit Schwenningen. Gar keine Kommunikation bei den Gästen. Also wenn du da oben so verteidigst, so mehr oder weniger ballraummäßig, dann musst du natürlich durchsagen, wenn ein Flügel sich bewegt und der Backdoor geht. Hornsby. Ja, Mohamed hat gewartet. Jetzt ist er wieder markiert. Stellt. Airball. Mambuya. Gray. Ui. Ja, den muss er dann aber auch machen, klar. Von meinem Geschmack her noch ein bisschen mehr zum Korb ziehen. Leverkusener Nick Hornsby. Oh, Nick Hornsby, sensationell, wie die warme Butter sehen sie da aus und er das Messer, das da einfach durchgeht. Boah, der war aber auch frech. Sind zum Kicken gezogen, hatte man das Gefühl. Boah, Nick Hornsby! Sensationell! Und das zeigt mal wieder, du musst verteidigen. Ja. Richtig, das war das, was ich eben meinte. Schön gespielt. Hujic von 40-28 auf 45-43. Haris Hujic fackelt nicht lange. 3 von 6 von jenseits der 3er Linie jetzt. Nick Hornsby. Das ist zu wenig. Boah, zählt! Kadri Gray. Ja, hat er von hinten geschoben. Guter Tipp von Kovacevic. Marius Stoll trifft den Dreier und Mečić nimmt die Auszeit. 1:17 vor Ende des dritten Viertels. Gut. Ja, hat er natürlich gut gemacht. Offensiv vor Benson. Gut. Ja. Bei dem hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, gut. Ich kann noch mehr, wenn ihr wollt. Ja, was ist das für ein sensationeller Pass von Nick Hornsby? Guckt euch den Pass an. Ja, natürlich, das Finish ist auch schön, alle feiern das. Aber der Pass. Gray und Hujic. Sensationeller Pass. Ach, Nick Hornsby beim Basketball zuzuschauen. Das ist einfach eine richtig schöne Sache. Nicht falsch verstehen. Aber er ist trotzdem super. Der geht auf... Ja, guck mal. Eigentlich sogar noch schöner, als auf die Oliveira zu spielen. Ne? So hast du dich heute auf 3 Punkte und nicht nur auf 2. 19:30 Uhr. Da wird dann die Aufholjagd fortgesetzt. Abdul Mohamed mit einem erfolgreichen Dreier. Via Panther Schwenningen empfangen. Und das wird es dann wohl gewesen sein. Die Bayer Giants Leverkusen schlagen die Via Panther Schwenningen mit 97-76.